Originalen zur Verfügung stand, können wir doch anhand der Fotos einiges feststellen. Die Schrift ist zwar mit großer Sorgfalt ausgeführt, aber auf gar keinen Fall älter als 100 Jahre. Das hat die paläographische Untersuchung so ergeben. Ich kann Ihnen das ja mal anhand der Schriftentwicklung darlegen. Hier, schauen Sie hier. Karolingische Minuskel. Ja, also die Kleinbuchstaben. Ja. Diese Minuskeln unterscheiden sich von den Minuskeln im vorhandenen Bildmaterial sehr stark. Das kann man durch Vergleich und Analyse, stellt man das fest, ja. Dass die Schrift im Untersuchungsmaterial nicht zügig geschrieben ist. Ja. Der Verfasser hat sich zwar Mühe gegeben, die möglichst jeden Buchstaben sorgfältig zu schreiben, aber hat nicht diese Schreibgeschwindigkeit gehabt, wie das halt im Mittelalter bei einem normalen trainierten Schreiber normal ist. Dann ist noch interessant, dass die Schrift zusammengesetzt, also nicht harmonisch ist. Schauen Sie hier ein altirischer Text, ja? Oder englischer Brief aus den 30er Jahren. Der Text im Material ist das, die Buchstaben sind aus verschiedenen Epochen zusammengesetzt. Sie ergeben einfach kein harmonisches Ganzes. Da hat ein Amateur versucht, einen alten Text herzustellen. Ja? Das merkt man als Experte. Ja? Hat er praktisch wie ein neues Schriftbild, einen neuen Font entwickelt. Ja? Tja, als Sprachgelehrter habe ich mir natürlich noch die Grammatik und den Ausdruck vorgenommen. Und dabei ist festzustellen, dass verschiedene Wortformen, also verschiedene Sprachwendungen und Wortstämme, so im Mittelalter noch gar nicht vorhanden waren. Und weder im Mittelhochdeutschen noch im Althochdeutschen. Der Text ist einfach zu modern. Ich habe sie Ihnen dargelegt. Ja, da hat jemand versucht, einen alten Text zu fälschen. Ja, also zusammenzuschreiben. Und selbst wenn es sich um eine Abschrift eines echten Faksimiles handeln sollte, geben dargelegten Hinweise einen nicht zu bezweifelnden Beweis, dass es sich um eine Fälschung handelt.